Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's, eure Peppina, und ich bin heute so aufgeregt, denn wisst ihr, was heute Nacht passiert ist? Es hat geschneit und ich liebe Schnee, ihr auch? Das habe ich mir schon fast gedacht, man kann so tolle Sachen mit Schnee machen, aber das Wichtigste ist, man muss sich gut und warm anziehen, denn im Schnee ist es richtig kalt. Deswegen habe ich mir direkt meine Schneeklamotten angezogen. Dann ist mir überhaupt nicht kalt. Ich habe mir eine warme Mütze, einen Schal, eine schöne warme Jacke, eine Schneehose und Gummistiefel angezogen. Aber ich habe was vergessen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Genau, Handschuhe. Ganz, ganz wichtig. Und hier habe ich auch schon welche. Die ziehe ich noch schnell an. Und dann geht's ab in den Schnee. Super! Jetzt überlegen wir mal zusammen, was wir alles im Schnee machen können. Habt ihr eine Idee? Wow, super! Mir fällt auch spontan ein, wir können einen Schneemann bauen. Da habe ich richtig Lust drauf. Also los geht's! Für einen Schneemann brauchen wir 3 große Schneekugeln und die versuche ich jetzt mal zu rollen. Leider ist es kein richtiger Pappschnee, aber das bekommen wir auf jeden Fall auch noch anders hin. Ich habe mir jetzt eine Schneeschippe geholt. Damit geht es auf jeden Fall einfacher, den Schnee zu sammeln. Schaut euch mal diesen großen Schneeberg an. Damit bekommen wir einen tollen Schneemann hin. Wisst ihr, aus wie vielen Kugeln ein Schneemann besteht? Richtig, aus 3. Wir brauchen unten eine riesengroße Kugel. Die ist so groß, da kann ich nicht mal drum herum greifen. Dann brauchen wir eine etwas kleinere Kugel, die mittlere. Und die versuche ich jetzt auf die große draufzusetzen. Das hat toll funktioniert. Und als letztes brauchen wir noch eine kleine Kugel. Tada! Ich habe noch eine kleine Kugel gezaubert. Und die setze ich jetzt zum Schluss ganz oben drauf. Wow! Schaut euch mal den tollen Schneemann an. Wir haben hier unten eine große Kugel, eine mittlere Kugel und ganz oben drauf eine kleine Kugel. Aber irgendwas fehlt doch noch, oder? Der Schneemann hat ja gar kein Gesicht. Wisst ihr vielleicht, wie wir dem Schneemann
ein Gesicht machen können? Wir probieren es mal mit Steinen und für die Nase eine Karotte. Genau. Zwei Augen. Eine Nase. Und natürlich noch einen Mund. Hurra! Jetzt hat unser Schneemann endlich auch ein Gesicht und kann euch anlachen. Und ich finde, der Schneemann braucht noch einen Besen. Und ein Hütchen. Tada! Fertig! So, jetzt haben wir unseren... Was meint ihr? Ich hab den Eimer auf dem Kopf. Hä? Wie kommt der denn da jetzt hin? Der ist doch für unseren Schneemann. Jetzt hatten wir auf jeden Fall schon jede Menge Spaß im Schnee. Aber wisst ihr denn überhaupt, warum es schneit und woher der Schnee kommt? Kein Problem. Ich erklär's euch. Der Schnee fällt nämlich wie der Regen aus den Wolken. Wenn es ganz kalt ist, werden aus den Regentröpfchen Schneeflocken, die vom Himmel fallen. Und dann können wir ganz viel Spaß damit haben. Schaut mal, ich habe eine Rampe gebaut. Da kann mein Bagger gleich runterdüsen. Wuhu! Oh, ich würde am liebsten auch so einen Berg runterdüsen wie mein Bagger. Fällt mir ein, wir können ja auch Schlitten fahren gehen. Das ist doch eine tolle Idee. Kommt mit! Wow, schaut mal die Bäume. Die sind so stark, die können sogar den Schnee auf ihren Ästen tragen. Wir schütteln mal dran und schauen, was passiert. Ah! Der ganze Schnee kommt runter. Jetzt bin ich ganz voller Schnee in meinem Gesicht. Thank you.
Kinder, wir sind an unserem Schneehang angekommen. Schaut mal, hier liegt überall Schnee, wo ihr nur hinschauen könnt. Und ich sag's euch, mir ist ein bisschen mulmig zumute. Ich habe doch ein bisschen Angst, da runter zu sausen. Aber ich glaube, mit eurer Hilfe ist das Ganze nur halb so schlimm und wird bestimmt richtig Spaß machen. Mein Schlitten ist startklar. Ich setze mich jetzt mal drauf. Und dann müsst ihr auf jeden Fall auf 3 zählen, damit ich richtig gut durchstarten kann. Seid ihr bereit? Super, dann ganz laut alle zusammen. 1, 2, 3. Hä? Das funktioniert gar nicht. Also irgendwie bewegt sich der Schlitten überhaupt gar nicht. Ich glaube, wir brauchen doch die Peppina Zauberkraft. Ihr müsst mir also nochmal helfen. Steht alle zusammen auf. Die Hände in die Luft. Und dann geht's los. Tiduff. Tiduff. Ganz laut. Ich höre euch noch nicht. Super. Tiduff. 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 Wow. Es funktioniert. Kinder. Eure Hilfe, das hat ja super geklappt, wie ich da oben runtergesaust bin. Das macht so viel Spaß. Gleich nochmal. Denkt immer dran, wer runterfährt, muss auch wieder ganz nach oben laufen. Das ist ganz schön anstrengend. Geschafft. Letzte Abfahrt für heute. Jetzt bin ich aber richtig platt. Ich werde mich jetzt erstmal gemütlich ausruhen. Da fällt mir ein, ich könnte ja einen Schneeengel machen. Wisst ihr, was das ist? Komm, ich zeig's euch. Um einen Schneeengel zu machen, braucht ihr auf jeden Fall die passende Kleidung, damit ihr nicht nass werdet. Und jetzt üben wir das zusammen mal. Ihr steht alle auf. Nehmt die Arme zur Seite und dann machen wir die Arme hoch und runter. Hoch und runter. Genau, super macht ihr das. Und mit den Beinen machen wir Folgendes. Auf und zu. Auf und zu. Nochmal zusammen. Auf und zu. Und jetzt wird es ein kleines bisschen schwierig. Wir machen nämlich beides gleichzeitig. Die Arme hoch und runter und die Beine auf und zu. Los geht's, alle zusammen. Hep, 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 hep. Super, ihr macht es prima. Ihr seid ja richtige Schneeengel-Experten. Super, und jetzt ab in den Schnee. Einmal komplett in den Schnee legen. Die Arme hoch und runter, die Beine auf und zu. Los geht's! Juhu! Das macht so viel Spaß! Und jetzt schaue ich mal, ob es was geworden ist. Wow! Ein richtig toller Engel im Schnee, oder? Das sieht super aus!
Was für ein toller Tag im Schnee. Wir hatten so viel Spaß und haben jede Menge erlebt. Ich hoffe, bei euch liegt auch bald Schnee. Dann schnappt ihr euch einen Schlitten oder baut einen Schneemann mit euren Eltern und habt ganz viel Spaß. Wir sind aber noch nicht am Ende von unserem Video angekommen, denn was machen wir zum Schluss? Genau, wir tanzen und singen zu unserem Peppina-Song. Also alle aufstehen und los geht's! Wir watschen alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. Eins, zwei, drei, alle sind dabei. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant. Die Hände in die Luft, die Duft, die Duft, die Duft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Kinder, ich freue mich so, dass ihr heute mit dabei wart. Denkt immer dran, wenn es mal schwer wird, benutzt die Peppina Zauberkraft. Tiduf, Tiduf, Tiduf. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.